Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam Himmel. So, wir sind wieder einen Tag weiter. Haben uns Job bestätigt. Nein, das haben wir gerade gemacht. Und wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Die Expedition nach ein paar Tagen und drittens, lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hooray! Hey, ihr zwei! Tut mir leid, aber ich habe heute etwas anderes zu erledigen. Bitte übernehmt heute wieder meinen Wachdienst. Tschüss. In Ordnung, es geht los. Was mit dem Wachdienst habt ihr schon mal gemacht, oder? Ihr wisst also, was zu tun ist. Ja, kein Problem. Gut, dann an die Arbeit. Los und macht eure Sache gut. So, okay. Runde 2. Mal sehen, ob wir es jetzt wieder hinbekommen. Was zweimal falsch ging, okay. Und Glumibärchen Überblick. Bevor du sag mal, welches es ist. Oh Gott. Das war schon falsch. Klasse. Sandama vielleicht? Nein. Plinfa. Na, wunderbar. Nein, nicht mal Plinfa. Es war Plöprin. Och, wo soll man das denn wissen? Na toll. Das fängt schon an. Ja, Runde 2 wird wieder schön. Was ist das denn jetzt? Ist das Relaxo? Oh, es war Meganie. Ah, jetzt wird's schwierig. Ja, das war der Moment, wo ich immer verschissen hatte damals. Toll. Was ist das denn jetzt? Oh Gott, ich kann mich überhaupt nicht aus. Ich kann mich gar nicht aus. Ach, jetzt kommen... Ah gut, jetzt kommen irgendwie Lösungsvorschläge. Gut. Das ist auf keinen Fall Funfy. Ist das vielleicht richtig? Ja, okay, das ist richtig. Ach, liebe Güte. Pikachu ist es nicht. Sumplex ist es auch nicht. Ist es vielleicht Schilterus? Ja, ist richtig. War jetzt ja auch mehr geraten. Uiuiuiui. Nee, Hutschuss auf keinen Fall. Glurak auch nicht. Togepi vielleicht. Nein, Iglegava. Nur, woher soll ich das denn wissen? Ja, das war natürlich jetzt voll die krass niedrige Punktzahl. Es war total schlecht. Lass mich den Wachdienst bewerten. Lass mich raten, total schlecht. Ja, jämmerlich. Ihr habt so oft falsch gelegen. Was für ein Quatsch habt ihr denn angestellt? Ack. Ihr zwei habt so viel falsch identifiziert. Ich bin deshalb sogar in Schwierigkeiten geraten. Ruhe. Wage es ja nicht, jemand anderen dafür die Schuld zu geben. Wachdienst ist eine Arbeit der Koordination. Kooperation erfordert, nicht wahr? Wie auch immer. Dieser Job war ein ungeheuerliches Fiasko. Daher wird es euch keine Belohnung geben. Ja, das ist, muss ich sagen, auch gerechtfertigt, denn ich muss sagen, ich weiß, die zweite Runde habe ich nie richtig hinbekommen. Ich hätte vielleicht darauf warten sollen, bis irgendwie das Lösungsvorschlag kommt. Wir sollten verschlafen, dann müssen wir einen Tag wieder. Guten Tag, Wacky. Gute Nacht. So, das müssen wir jetzt wieder ausmerzen und richtig machen. Aufstanden, ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Wacky. Na, das müssen wir jetzt unbedingt wieder gut machen. Weil wir da verschissen haben, jetzt haben wir nämlich keine Belohnung bekommen. Uiuiui, aber es ist trotzdem machbar. Keine Sorge. Alles her, ich habe eine Neuigkeit zu melden, bevor wir unsere Arbeit beginnen. Lasst mich unseren Verbündeten vorstellen. Verbündete? Es gibt ja neue Lehrlinge. Donnerwetter, was das wohl für ein Pokémon sind? Was das für Pokémon sind?
Hey, herhören bitte. Und was mief denn hier so? Ah, es stinkt nach vergammeltem Käse. Bäh. Wer wolle ja, was für ein übler Gesang das ist. Die sind das? Diese drei sind unsere neuen Partner. Boah, ich bin Snuggern. Nee, ich bin Stuart, mein Name freut mich sehr. Und ich bin der Anführer, Tim Totenkopf. Ich bin Skunktank. Merkt euch das. Vor allem ihr zwei. Wie, ihr kennt euch bereits? Das erleichtert einiges. Diese drei fangen hier nicht als Lehrlinge an. Sie werden zur Expedition mitkommen, um uns zu unterstützen. Was? Wieso bist du schockiert? Flaudergell, das hat nichts zu bedeuten. Dieses Pokémon überreagiert bei jeder Kleinigkeit. also gut. Wie auch immer, der Gildenmeister hat seine Entscheidung getroffen. Er hat entschieden, dass wir stärker sind, wenn dieses Trio uns auf der Expedition begleitet. Allerdings wäre es unmöglich, die Teamarbeit zu koordinieren, wenn wir sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Also haben wir beschlossen, dass diese drei einige Tage bei uns wohnen werden. Es wird zwar nur für eine Weile sein, aber ich bitte euch, alle unsere Gäste freundlich zu empfangen. Merkt Blauderger nicht, dass diese Sache stinkt? Im wahrsten Sinne des Wortes. Igitt, wie hält der Gildenmeister das aus? Ich hoffe, die Expedition ist bald vorbei. Jawohl, ja. Nun gut, Pokémon. Machen wir uns an die Arbeit. Hurra! Was war denn das? Wo bleibt euer Enthusiasmus? Soll das ein Scherz sein? Die Sache stinkt. Wie sollen wir gut gelaunt sein, wenn... Was? Lou! Lou! Nein! Der Gildenmeister! Seine Wut baut sich auf! Es wird entsetzlich sein, wenn der Gildenmeister wütend wird! Ihr alle, kommt schon, seid gut gelaunt! Selbst wenn es weh tut! Nun gut, Pokémon, machen wir seine nötige Arbeit! Hooray! Uiuiui, Knuddelhoff ist nicht zu unterschätzen. Es war eine große Freude. Boah, irgendwas kommt mir jedenfalls verdächtig vor. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen. Wir sollten besser vorsichtig sein, Bucky. Ah, ihr zwei. Ihr kommt euch heute um die Jobs an den Infobrettern, verstanden? Wir zählen auf euch. Ja, das eine andere Wahl haben wir sowieso jetzt momentan nicht. Mit euch will ich nicht reden. Was sagen denn die anderen zu der Entscheidung? Jawohl, ich bin froh, dass ich nicht mehr unter Verdacht stehe. Niemand ist mehr ablehnend als mir gegenüber. Sich über den Gestank zu beschweren, löst das Problem nicht. Wir werden keine eklige Zeit durchstehen haben. Eklige Zeit durchstehen haben, gut, mit euch spreche ich nicht, weil ihr seid... Schufte, Gauner, was weiß ich noch. Kümmern wir uns um das Wesentliche. Und zwar um das Infobrett. So, Pokémon vermisst in der Wasserfallhöhle. Das kommt doch recht gut, denn die Wasserfallhöhle ist ein C-Job und hat angemessen starke Pokémon. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal diese Quest. Und lagern wie dem auch immer vorher unsere Items ein. Und wie wir gesehen haben, sind die anderen nicht gerade begeistert über die Partner. Vor allem bei der Expedition. Irgendwie niemand. Nicht mal Krakelion ist davon sehr begeistert. Es ist aber nachzuvollziehen, denn die drei sind wirklich sehr suspekt und ja... Ihr werdet noch sehen, was es damit auf sich hat. Ja, ich hab's gehört. Die Gilde bereitet sich auf die nächste Expedition vor. Bitte versucht, ein Mitglied ausgewählt zu werden. Willkommen im Kakleon-Laden. Gaufen. Ja, was kaufen wir denn? Gut, ist alles zu teuer. Haben wir alles auf der Bank. Ich nehm bloß einen Apfel mit.
Blablabla, vielen Dank, auf Wiedersehen. So, Pyrit erschienen, ich habe gehört, jetzt in die Luft geht, schon lange her. Und was haben wir denn hier? Schönes Gaglion-Brüder. Meliop lässt Flüssigkeit vertrocknen. Okay, das ist alles. Okay, außer der Sonnenorb ist vielleicht für Glumanda gut wegen Feuerattacken, aber ansonsten ist da nichts so prickelndes dabei. Gutes Fürlichtbank. Da lagern wir ein bisschen Geld ein. Sagen wir so 245, jawohl, cool. Wir wollen ja sparen auf der Bank. So, und jetzt beginnen wir uns auf die Arbeit zur Wasserfallhülle. Ja, ich habe extra nicht gespeichert, weil wir machen es dann sowieso nochmal. Wenn wir es nicht schaffen sollten. So, bitte bam. Bitte bam. Das war's. So, mal gucken, wo, welche Ebene. Suche nach Kabuto. Ach, du liebes Bisschen. Das heißt, mit anderen Worten, wir dürfen quasi jede einzelne Ebene hier durchsuchen, wo sich Kabuto aufhält, vermute ich jetzt mal. Ich glaube nämlich nicht, dass die Zielebene angezeigt wird. Naja, man muss es so sehen, das ist für uns gerade die Chance, dass wir ein bisschen leveln können. Und wenn wir Kabuto nicht finden, dann versuchen wir es halt nochmal. Und wenn die Quest einfach zu nervig wird, dann nehmen wir mal eine andere. Weil ewig rumsuchen, darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Und das jetzt quasi ist gerade so blind suchen. Weil ich weiß nicht, ob das Stockwerk angezeigt wird oder nicht, in dem sich Kabuto befindet. Ich hoffe mal, dass es das wird, weil das wird die Sache etwas erleichtern. Andererseits, da extra das Stockwerksdingens nicht da stand. Ja, das war jetzt ganz toll. Genau davor hatte ich nämlich Sorge, dass es passieren würde. Naja, gut. So. Jetzt sind wir vier und das Ding sieht tatsächlich aus wie ein Fisch. Fällt mir gerade auf. So. Jetzt haben wir nämlich vier Pokémon zur Seite. Und das ist doch recht in Ordnung, finde ich. So, dann ist die Treppe. Hier war schon mal nichts zu finden. Und weiter geht's in der Wasserfallhöhle. Ja, ich glaube, den Fisch werde ich jetzt auch nicht oft benutzen, sondern nur hier. Denn, ja, ein Wasser-Pokémon haben wir ja schon, und zwar Felino. Quapsel jetzt Blubber ein. Wo ist hier ein Quapsel? Ja, und das war schon mit unserem Mitglied. Quapsel, na okay, nehmen wir Quapsel mit. Kann ja nicht schaden. Quapsel? Na, toll. Jetzt habe ich LB geklickt. Jetzt heißt du Quapsel. Ha. Hallo Quapsel. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Hoffentlich länger als der Fischfreund. Obwohl Quapsel ist ja auch nicht schlecht. So ein Wasserteam kann eventuell in Feuer Dungeons vom Vorteil sein. Gut, wo ist die Treppe? Du machst mal ganz schnell die Wiege, Anton. Denn Wasser ist nicht gut für Glumanda. Das haben wir bereits vorhin schon gesehen. Ich sollte vielleicht das Rasierblatt nicht allzu oft benutzen, weil das habe ich nicht so oft. Oh, das war glaube ich auch eine starke Attacke.
Das, ich erinnere mich, hat Gloomy auch ziemlich, hat Fanfi damals auch ziemlich umgehauen, diese Attacke. Wo ist die Treppe? Die kann jetzt bloß hier hinten sein, oder? Würde ich mal jetzt so vermuten. Lass noch einen Enton. Das muss ganz schnell weg. Sonst kann das gefährlich werden. So, gehen wir mal eins weiter. Haben wir denn genug Äpfel, um das... Na, wir haben einen großen, normalen Apfel. Ja, eigentlich haben wir genug Items, so. Um den ganzen Dungeon Guard zu erkunden. Ach du Scheiße. Na gut, hat aber nicht so viel Schaden gemacht, zum Glück. Hypnose kann auch teils sehr, sehr übel werden. Vor allem, wenn der Traumfresser in Aktion kommt. Bei den Geist-Pokémon, das kann übel enden. Gut, der Blubber bringt von da hinten gar nichts. Gut. Großer Namen, nein. Rescue, Abenteuerzellen, Finanz voll, Schlimm geschickt werden. Ach so, ja. Okay, Quapse, dann gehst du halt zur Gilde und du kommst mit. Ah, Gloomy, ich glaube, das ist was für dich. Ja, ich habe jetzt zwar einen Feuertag erwartet, aber gut. So ist es auch okay. So, Treppe haben wir schon mal, die ist da unten. Ist übrigens gerade eine prima Gelegenheit, um zu leveln, diese Mission. Da wir Kabuto suchen müssen. Und uns nicht verraten wird, auf welcher Ebene das die Stadt befindet. Ah, cool. Super, Felino. Freut mich, dass du aufgestiegen bist. So, wo haben wir denn den guten Kabuto? Hoffentlich lässt er sich bald mal blicken. Anscheinend war er nicht auf dieser Etage. Mal schauen, was die nächste Etage sagt. Etage Nummer U4. Bams. Bada bam. Okay. Und tschüss, Felino. Der Rutenschlag war vielleicht keine so gute Idee. Hätte ich besser ausmachen sollen. Gut, Felino hat das Team verlassen. Zumindest momentan. Der Magen knurrt. Wie viele Stockwerke waren das? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Na toll, jetzt hast du angegriffen. Jetzt ist es wach geworden. Ha, super. Na egal. War trotzdem kein Problem. Ah, ein Stück höher. Hat nur geklappt. Gut. Wo ist Kabuto? Wo kann das sein? Gut, dass es keine Zeitquest ist. Nips gibt es nämlich nicht bei Pokémon Mystery Dungeon. Es gibt keine Quests, die irgendwie auf Zeit sind. Und das finde ich okay.
weil die wären auch zu stressig. Jetzt haben wir sogar einen Tangela. Also Rekruten finden wir gerade echt eine Menge. Das muss ich sagen. So, kommen wir vielleicht bald mal auf die Zielebene. Ach, wird angezeigt. Gut. Das freut mich, dass es angezeigt wird. Da haben wir die Mission bald abgeschlossen. Find ich okay. Und das ist auch schon Kabuto. Du hast Kabuto gefunden, willst du Kabuto mit dem Orden retten? Ja. Vielen Dank, ihr haltet Belohnung in der Gilde, wenn ihr zurück seid. So, das war's hier. Wir verlassen den Dungeon. Es sind ein paar abgeschmiert, aber wir haben die Mission geschafft und das ist das Wichtigste. Dank, dass ihr Kabuto gefunden habt, Angel. Die kühnen Unternehmungen von Team Poco Rescue sind so inspirierend. Bitte lasst mich euren Team beitreten. Okay. Danke. Ich gebe mein Bestes, ich werde euch nicht enttäuschen. Okay, cool. Anton ist zum Teil auch ein Psycho-Pokémon und das kann uns später sehr wirklich sein. Da sind die Gäste, die Ekelhaften vom Team Totenkopf. Ich mochte sie schon beim ersten Spiel nicht. Wir sollen jetzt einfach schlafen. Machen wir morgen wieder einen guten Tag, Waggy. Okay, gute Nacht. Oh, wir haben einen Traum. Es gab gerade erst Abendessen, aber ich könnte noch mehr vertragen. Bei so einer Pampe wird mein Magen nie voll werden. Na gut, die Gildenmeister sind jetzt alle im Bett. Gehen wir sie suchen. Was suchen? Was wohl, die Vorratskammer der Gilde? Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns den Wanst voll. Die gefällt mir bloß. Okay, fangen wir an. Am nächsten Morgen. Aufgestanden, ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Waggy. So, was mag das schreckliche Team Totenkopf angerichtet haben? Ihr werdet es erfahren. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.